Oh, der sieht aber nicht so nett aus, der Typ. Ja, der. Wenn der das gleich im Kampf kann, der Heidi, eine verdammt heikle Angelegenheit. Bewegungsreis 800, der kann durch die ganze Feld, ne? Aha. Mäusefreunde und herzlich willkommen zurück zum Mario Bros. Kingdom Battle mit dem Donkey Kong Adventure. Wir sind hier mitten in den stürmischen See schon angekommen oder irgendwo im Riff halt. Ja, das Wetter spielt nicht gerade so mit, aber ich glaube, wir sind direkt vom Zwischenboss hier vor Kapitel 4. Also die Schriftrolle lässt es vermuten, weil die anders habe ich jetzt als die vorherigen drei Kapitel. Und ja, wir gehen einfach mal rein, ich sagen. Und schaut's an, was hier losgeht. Oder abgeht. Oh, der sieht aber nicht so nett aus, der Typ. Wieder ein Hai, ne? Aber diesmal eher ein Schwarz, ein weißer Hai tatsächlich, ne? Guck mal, ich wollte gerade schwarzer Hai sagen, aber gibt's doch gar nicht. Oder gibt's schwarze Haie? Also von dem Griff her. Nee, ich glaube nicht. Ja, der. Wenn der das gleich im Kampf kann, der Hai. Heidi, eine verdammt heikle Angelegenheit. Wenn der gleich im Kampf auch so durch den Boden surfen kann. Schwimmen kann, da habe ich ein Problem. Ich hoffe nur, dass er trotzdem einen gewissen Bewegungsradius hat und ja. So, ich glaube, Waffen habe ich schon ausgerüstet letztes Mal, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich habe auf jeden Fall keine Bananen mehr. Fertigkeit habe ich auch aus. Ne, habe ich noch nicht verteilt. Guck mal. Kann ich noch verteilen. Jetzt ist noch immer an jeweils ein Punkt. Ja, ohne Witz, ich erhöhe jetzt meinen Wirkungsgrad von diesem Magnetgroove, ehrlich jetzt. Und hier die Fähigkeit des Schildes, ja, das macht auch Sinn. Bei ihm werde ich, glaube ich, den Wirkungsgrad von Labertasche erhöhen, oder? Ja, doch, ja. So, dann machen wir es einfach so und auf geht's. Die Frage ist, wo möchte ich jetzt hin? Ich den hier wieder mit den Kollegen? Ja, den nehme ich wieder mit. Wie immer eigentlich mittlerweile. Verstehe ich mich, dann ist die Frage. Darf ich einfach hier stehen und hau da direkt den Groove raus? Ich glaube schon, oder? Dann kann ich mich auch so hinstellen, dass ich, dass der den quasi nicht trifft, ne? In Donkey Kong, genau. Ja, machen wir so. Und nehmen wieder mit den Alten, genau. Und wupp! Yes, direkt getroffen. Zack. Ne, hier, das würde ich einsetzen, genau. Den Zwischenboss zermürber. So, der ist noch nicht K.O., ne? Noch lange nicht. Glaube ich. Ach, wir haben einen schrägen Blick noch. Oder so treffe ich jetzt Donkey Kong leider, ne? Ja, komm, dann laufen wir einfach da durch. Ist jetzt schon zum Zwischenboss irgendwie halbwegs? Ja, ne, ich kann ihn angreifen schon. Ob ich da jetzt gleich massig Schaden kassieren werde, wahrscheinlich mit World Cranky. Weil da noch ein Verteidiger steht und so. Komm, greifen an da. Wir wissen, was der jetzt macht, dann, wenn er jetzt losläuft. Der auch wieder andere weiter rennt direkt. Ist Erwin Grobian, ne? Oh-oh. Oh-oh. Hi, Tobsuchtradius, 6 Felder. Bewegungsradius 800, der kann durch das ganze Feld, ne? Der kann über das ganze Feld surfen, ey. Vor dem kann man sich nicht verstecken. Ja, der kann über das ganze Feld einfach. Alles klar, läuft. Das ist gemein, aber gut, ist halt so. Ja, tatsächlich, der böse Blick wird mir gar nichts bringen, bei dem. Weil der unter dem Boden wahrscheinlich weiter laufen wird. Und deswegen, ja. Euch jetzt den da weg, würde ich sagen. Den Sigi noch hier. Ich hätte da lieber den angreifen sollen, jetzt egal, ne? Vielleicht nicht so egal, aber was soll ich jetzt machen? So. Und Schild aktivieren. So, der Gegner ist dran. Der Heidi. So, geht da hin. Er lässt World Cranky tatsächlich in Ruhe. Er geht auf Donkey Kong direkt. Genau, hau den Verteidiger weg, du Idiot. Läuft bei dir. Oh. Was hat denn der jetzt aktiviert? Irgendwie so eine Art, was weiß ich, wie nennt man es nochmal? Kraftpaket? Oder was? Oh, gib mir die KP, danke. Drecksack. Oh, den kann ich. Ja, den kann ich. Ja, den traue ich jetzt einfach weg. Dann nehme ich nochmal ein bisschen Schaden, aber ist egal. Ganz ehrlich. Was hat der noch für eine Fähigkeit? Schurken nach Schurkensicht, okay. Ja, dann warte mal. Dann war vielleicht doch anders. Dann hätte sich. Ja, da kann ich nicht angreifen. Muss dem schon die Dings aufsetzen. Warum hat denn der gerade nicht bei dem Sprung von DK angegriffen? Das wundert mich gerade. Achso, der muss draufhauen, deswegen. Der draufhauen muss. Da möchte ich gar nicht so nah ran.
wenn ich ehrlich bin. Ich jetzt einfach nochmal anschießen, ey, ganz ehrlich. So, hier, zack. Mach was so. Los, DK. Danke für die Hilfe. Also, ich kann nicht mehr schießen, stimmt ja. Hätte ich einfach weggehen können. Ich wäre vergessen jetzt. Du machst mal bitte den hier. Der kommt ja jetzt hin, jetzt mit Donkey Kong. Scheiße. Hab ich nicht dran gedacht. Das war ein Volltreffer. Oh. Ganz schön viel Damage, ey. Da kann ich noch bewegen, das ist gut. Tatsächlich ganz gut gerade, dass er sich noch bewegen kann. Immer dahin, bitte. Donkey. Ich darf scheinbar auch nicht an dem vorbeilaufen. Jetzt die schucken sich, denke ich mal. Das ist aber schön. Den schieße ich jetzt einfach weg. Der hat den Schild nach da offen. Ich verstecke mich da und dann geht die Post ab. Und tschüss, mein Freund. So, ich muss aber jetzt den anderen Hai angreifen, jetzt endlich ganze Zeit. Was bringt das nichts? War ich am Ende zu lange. Rennt der da rein? Nee. Der geht da voll cranky drauf, okay. Muss man nicht verstehen, oder? Da war noch ein Hopser. Der auch auf ihn drauf geht. Natürlich kriege ich auch alle ihre Krisch. Sag mal, die Krische Trefferrate ist bei denen aber echt hoch hier in dem DLC-Abenteuer, ne? Ach man, ich dachte nur. Wo ist denn der jetzt hin, da hinten? Ich kann mich doch hier abstellen, oder? Einmal und auf sie drauf. Genau, das geht. Der Wächter läuft ja auch noch weiter rum. Das ist auch ganz gut. Würde ich jetzt behaupten. So, warte mal, wenn sie jetzt angreift, dann kommt er. 6 Felder weiter, das kann man jetzt halt schlecht sehen hier, ne? Das Problem. Ja, erstmal drauf vollkommen. Schucken sich das jetzt weg. Ah, der hat nicht schon, sehr gut. Das ist perfekt, weil jetzt können die anderen auch draufhauen. Komm, schießen ab. Schade, kein Vampir-Schaden. Und rein kann ich auch nochmal genau reinhauen. Warte mal, kann ich nicht sogar einschläfen, wenn ich jetzt hier hingehe? Ich hoffe, es geht. Ich kann sich jetzt eh nicht bewegen, ist eigentlich egal, aber dann kann ich den anderen noch einschläfern und dann. Den greife ich jetzt eh nicht an. So, ich wollte voll Quinky heilen jetzt die Runde. Das war jetzt natürlich blöd. Vor allem wollte ich ihn auch, ja gut. Das ist jetzt echt blöd. Oh, warte mal. Kann ich rüber? Ihn dann nehmen nochmal, genau. Es klappt ja sogar. Also, wie weit geht der Heilungsradius von ihr? Okay, der geht weit genug. Vergiss dieses Feld da, ehrlich. Die sogar, obwohl ja, dann schlafen die und dann wachen sie wieder auf, ne? Ja, lass ihn einen echt in Ruhe, den einen Typen. Stell mich einfach hier hin, so, hier so hin. Obwohl, er reicht dafür schlecht. Ja, jetzt recht dahin, ne? Ja, egal. Umgelaufen. Doch, sie reicht, perfekt. Donkey Kong kann auch nochmal angreifen, auf geht's. Ja, der ist auf jeden Fall wach wieder, der Typ. So, da kommt ein Verteidiger raus, der wird natürlich treffen. Der wird erstmal weggeschossen, genau. Von dem Wächter, der da noch rumlief, rumflog. Der kann gar nichts machen. Der Heidi. Oder die Heidi. Keine Ahnung. Hammer, Helko und Heidi, ey. Was für ein Name. Ach, der kann dadurch. Scheiße. Dann hatte ich das nicht gedacht, ehrlich gesagt. Der hat Donkey Kong nicht getroffen? Echt jetzt? Ja, dann, meine Freunde. Kommt doch mal her. Was für ein Schwachsinn, ehrlich. Die Musik ist cool. So, wenn ich jetzt mit Wolfie spiele, dann Wolfie schreibe ich dann auch so. Das lassen wir mal schön. Ich kann mit ihr besser hier einfach da reinhauen und dann hier hingehen, oder? Ja. Ich würde so machen. Natürlich hau ich jetzt eh nicht zuerst da drauf, sondern schon mit Donkey Kong. Das haut nämlich ordentlich rein. Auch schön Sprungschaden raus, jawohl. Vielleicht schüttet er jetzt schon die Runde. Kann gut sein, oder? Kann ihn hier noch nehmen. Ich mit ihm hier hin und dann schmeiß ich ihn darüber wieder. Ja. Könnte echt reichen, die Runde schon. Ja, du mich auch, komm, hau ab. Ach, schurken sich, du Sack. Oh, ich kann sogar die Frost wegnehmen dadurch. Muss ich das freischalten? Ich weiß gar nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin. Er kann angreifen, aber er kann eigentlich nicht viel machen mehr, ne? Wir machen 60 bis 70 Schaden oder 88 sogar. Reicht doch nicht ganz, scheiße. Ach doch, mit Rad 3 Schaden vielleicht schon. Naja, haut drauf, ist mir recht. Ich kann eh noch durchlatschen, ist mir egal. Ich schick mich jetzt hier mit ihm.
Gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Das ist schon fies, der Gegner, ehrlich, dass der überall hinlaufen kann. Okay, das reicht. Und tschüss. Drecksack. Erledigt. Und da ist auch er wieder zurückverwandelt. Der zweite Schlüssel übrigens, ne? Ich voll weiß, ich voll Killer-High sagen. Was sind nicht irgendwie alle High-Killer auf ihre Art? Von daher, Rauferei-Riff, das war's. Vier Züge tatsächlich perfekt jetzt noch in der Runde hier erledigt, sehr gut. Ja, war machbar auf jeden Fall, war gut machbar, also sehr gut. So, wir haben neue Waffen in der Kampfzentrale verfügbar, sehr schön. Machen wir erstmal weiter hier. Oh, es geht sogar noch weil es geht zurück wahrscheinlich jetzt, ne? Wir haben jetzt 29 Puzzleteilen. Da sag ich mir doch ein bisschen, dass wir viele verpasst haben sogar schon. Aber guck, wie lange der DLC noch geht, ne? Ist auch die Sache. Na ja gut, der Kampf ging jetzt auch recht zügig, ne? Den hätten wir echt noch letztes Mal eigentlich machen können, aber gut. Kann ja natürlich nicht wissen. Vorher. Dass die Kämpfe dann wieder so kurz gehen. Okay, wir sind direkt beim Schloss, ne? Beim Tor. Sehr schön. Andersrum, du Vollpfosten. Sauber, DK. So, aufmachen bitte. Oh Gott. Ekelhaftes Hasengesicht oder was? Die Frage ist, was jetzt hier passiert, ne? Sind wir in den Spielfort gespeichert? Wir sind jetzt immer noch bei der Bananagune. Also, nochmal Fortschritt gespeichert. Okay, wo sind wir jetzt? Im Dschungel. Also noch ein Gebiet. Okay, sehr gut. Und da hätten wir noch eine Schlacht. Komm, wir machen die noch. Oh, Rabbit Kong. Da ist er. Oh, Tintenbomben. Ich drück's damit jetzt ab, oder was? Der Drecksack. Siege alle Beschwörer. What? Beschwörer? Es liegt mit Tinte gefüllte Kokosnüsse. Autsch, warum können das keine Heidelbeeren sein? Guter Einwand, Bibo, wäre echt besser. Warte mal, die Gehilfen sind eingefleischte Erwecker, Beschwörer. Und die beschwören das ganze Gegner, oder was? Man anzeigt Stimmen, sind das Beschwörer. Und wisst ihr was? Die können Dinge heraufbeschwören. Wir müssen alle Beschwörer besiegen. Sonst kämpfen wir eine endlose Schlacht im Kokosnussregen. Okay, weiß ich ja schon mal, was zu tun ist. Wie viel Kohle haben wir gerade übrig? Wie viele Bananen? 1000, okay. Oh, ein Squawks-Bananarang. Para-Ara. Komm, gegen die Schwörer. Komm, den brauchen wir jetzt in dem Kampf hier. Sehr gut. Und dann nehme ich noch Rebel Cranky. Guck ich mir nochmal an. Gegen Sammler. 4K Ultra HD Dual Monitor mit 125 cm Bilddiagonale. Wie hast du deine Gegner so klar gesehen? Die Augenweide. Musst du noch anlegen und abdrücken. Ja, komm, nehmen wir. Da sind die Bananen schon wieder futsch, ne? Ja, was für Beschwörer gewesen, aber soll ich mit zwei Sachen für... Nee, komm, macht keinen Sinn. Also Fertigkeiten, warte mal, stopp. Ja, egal, jetzt ist egal. Gucken wir mal diesmal da noch rein. Wo gehe ich denn mit Donkey Kong hin? Ist schon mal der erste Kollege, auf jeden Fall. Wo treffe ich ihn noch? Aber so auch, ne? Komm, ich gehe hier hin. Ach, warte, ich treffe DK so aber auch jetzt, shit. Naja, egal. Vielleicht auch noch nicht so egal, shit. Der ist K.O. Sehr gut. Geil Dschungelmucke, ehrlich. Eigentlich soll ich vielleicht mit DK lieber hier rumgehen, aber ist egal. So, versuchen wir den zu treffen, den Kollegen da oben. Das wäre ganz geil, wenn der durchgeht, jawohl. Und nein, ich aktiviere kein Schild. Der ist unnötig jetzt gerade. Kann ich treffen mit der Fassbombe, ne? Und hier auch? Nein, von da nicht. Okay, ich kann ihn nur von da treffen, dann versuche ich es doch mal, ne? Das ist eine geile Kampfmusik hier im Dschungel. Und tschüss. Genau, gut hier mit der Brille und bam. Ich aktiviere den bösen Blick. Da macht es jetzt mit DK noch Sinn, sich was zu aktivieren. Reger Blick, der kommt nämlich nicht weit. Nee, da macht es keinen Sinn. Lass ich's da mal. So, Tintenkokos, das ist, wo regnen die runter? Da an den Flecken, okay. Okay, Wild Frankie steht drin, ne? Eigentlich. Da kommt hier nichts runter gerade, sehr gut. Der ist schon jetzt ein Gegner? Oder was? Mal gucken. Ich glaube schon, ne? Schießt doch vorher mit. Ja, genau, einfach nochmal in den Abgrund schmeißen, genau das Ding. Du Arsch.
Reißt du schon jetzt was oder erst in der nächsten Runde? Also ich kriege auf jeden Fall nur den einen Platz. Die zwei werden was beschwören. Gehen wir mal weiter hier mit Donkey Kong. Komm ich raus, da komm ich raus. Läuft ihn nie hoch, oder? Ist der schon mal K.O.? Soll ich mich um den nicht mehr kümmern? Ja, komm, weg damit. Los geht's, Donkey Kong. Ja, und deinen affenhaften Hasenkumpel da mit. Deinen hasenhaften Affenkumpel, wie auch immer, ne? Und Abtipus. Ich hab wieder die Kill getroffen, den gibt's doch jetzt nicht, oder? Bin ich eigentlich bescheuert? Aber sie befreit ihn diesmal. Ich kann hier von hier aus kein Treffen mit ihr. Egal, sie geht einfach hier hin. Ich glaube, sie schickt mal Wächter los, wenn das geht. Wenn es geht, wie gesagt. Das geht tatsächlich. Der kommt doch so schnell wieder hoch und trifft. Ja, dann auf geht's. Komm. Wunderbar. Honigschaden, jawohl. Ist er noch dran hier? Kommt der da hoch? Jawohl, er kommt da hoch. Deshalb können die Kollegen besiegen, ne? Würde ich sagen. Schwupp und bam. Der 30 Schaden und der Rest macht jetzt hier die Augenweide. Boom. Damit warst du noch einer, ne? Da wird einer davon getroffen. Ich seh die Flecken gar nicht, wo die aufkommen. Okay, Rebel Quinky wurde getroffen. Und Rebel Peach, die beiden Hasen halt. Das ist beschwört der wen, ne? Genau, was da gekommen? Ach, ein Hopser. Ja, klar, er kann durch die Röhre schießen. Genau. Macht Sinn. Der kann jetzt noch gar nicht schießen, ne? Das ist das Problem. Donkey Kong kann sich mitnehmen, ja, das ist klar. Achso, der schmeißt sich auch da hoch. Er kann sie doch wohl Cranky befreien, ich glaube schon. Da ist die Tinte schon mal weg. Donkey Kong kann nicht treffen, außer er macht diesen hier mit dem... Mein Scheiß. Kann den treffen, aber dann kommt er nicht hier hoch. Kriegt er den dann nicht mehr. Aber ich glaube, Rebel Peach kann ihn kriegen, tatsächlich. So, schießt ihn mal bitte ab da einmal, zack. Die kann keinen Schaden drauf. Scheiße. Ich würde ihn eigentlich gleich runterlocken noch, aber gut. Ist jetzt halt so. Ich will die mal dahin. Der ist befreit. So, kann er schon seinen Dings wieder benutzen? Seine Fassbombe? Weil dann reicht's doch schon. Ja, kann er. Und das war's. Wird ja letzte Schwimmer gewesen sein, ne? So, schnell und effizient. Was wollen die Siegis denn jetzt von uns? Naja, der Schwimmer ist weg. Lauft, ihr Mistviecher! Lauft! Sagt den anderen Mistviechern, dass Bipo naht! Was ist denn mit Bipo los? Jetzt wäre ernsthaft. Weil ich dachte, die ging auch fix, von daher, alles gut. Ja, noch voll im Rahmen. Kokosnuss-Karambolage mit 3 Zügen abgeschossen, 5 hätten wir gehabt. Also 5 Züge hätten wir Zeit gehabt, sehr gut. Wunderbar, wir kriegen wieder Bananen ohne Ende. Tatsächlich können wir eine neue Waffe kaufen und Runen haben wir auch wieder gekriegt, eine für jeden Charakter. Sehr, sehr schön. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Kommt direkt die nächste Schlacht oder was ist hier los? Das ist mal ein Puzzleteil, das würde ich gerne noch holen. Da irgendwie rankomme von hier aus. Was ist denn das hier? Ein Staubsauger. Ich glaube nicht, dass das der schlechteste Platz für die Rabbits ist. Wir nehmen den Bolzen, sobald wir Zeit haben. Ja, da sind einige drin, ne? Einige Hasen. Okay, was muss ich hier machen? Muss da irgendwie drauf, aber geht doch der Ding schon vor, oder? Ah, es geht runter. Okay. So, ich brauche genau. Achso, jetzt brauche ich den Stein, den kann ich da runterschieben. Okay, ich verstehe. Zack. Muss ich hier hoch? Ne, hier rüber. Andere Seite, ich habe schon das Puzzleteil, sehr gut. Ich muss den Game Schalter aktivieren nochmal. Ah, geht ja nicht mehr. Ohne weiteres. Muss ich hier machen? Mal grün aktivieren und dann. Achso, ich muss da gar nicht so hoch, so muss ich hoch. Verstehe. Zack, kann ich wieder gelb aktivieren, dann komme ich da hoch, ne? Genau, zu blau. Cooles Gebilde hier. Echt jetzt. Flup, flup, flup. So, blau ist weg. Und aufmachen, bitte, danke. Da drin ist ein 3D-Modell, nämlich der Tropenverteidiger.
Ist doch geil. Diese Geräusche, ehrlich. Zehn Bananen rühren. Er geht da runter, komm. War jemand da gerade schon da? Glaube nicht. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Das heißt, wir haben jetzt 10 von 20 Puzzleteilen. Also genau die Hälfte. Hier wäre die nächste Schlacht, aber die, Freunde, machen wir jetzt beim nächsten Mal. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Welche Folge gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da. Wir haben Heidi besiegt, wir haben die erste Schlacht in Welt 3 geschlagen. Im Dschungel und fand ich eine gute Folge, wenn ihr mich fragt. ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukase.